Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Es gibt ein schnelles, schönes Update von uns beiden, Dozer und Sawyer. Ja, wir sehen aus, als wenn wir nebeneinander sitzen. Wir tun es aber gar nicht, Dozer. Voll gelogen, alles beschiss. Unser erster Anlauf zum virtuellen Studio, it's the first, also dementsprechend verzeiht uns halt, wenn noch nicht alles ganz perfekt läuft. Aber ja, herzlich willkommen zurück auf den Crash Academy Channel. Die Buccaneer ist im Concept Sale und es ist ein Schiff, es ist ein Fighter, es ist ein Interdiction Fighter. Ja, und der ist von Drake Interplanetary. So viel wissen wir natürlich schon. Ganz Around the Verse hat sich gestern um dieses Schiff gedreht. Jetzt ist er im Concept Sale und wir fangen erstmal mit den harten Fakten an. Das heißt, der Concept Sale läuft jetzt vom 27.05., also heute Nacht, bis zum 6.06.2016. Schönes Datum. Und das ganze Ding kostet 119 Euro inklusive Umsatzsteuer und mit LTI. Das ist schon mal erstmal die Basis, ne? Alter Schwede, ist schon ganz schön pricey, also ein Einsteigerschiff wird es definitiv nicht, aber man bekommt damit für halt eben auch ein Schiff, was eventuell halt eben einem doch ähnlich teuren Fighter möglicherweise ebenbürtig sein sollte, wenn man sich zumindest mal die Tech-Specs anschaut. Mhm. Wenn Sawyer die jetzt vielleicht mal einblenden möchte. Aber selbstverständlich. Die Buccaneer hat halt eben zwei Hauptengines, und zwar der Tierstufe 3, was halt eben schon ziemlich groß ist. Man sieht halt eben auch diese riesigen Boliden Gegenthruster, die halt eben da scheinbar halt ebenso da sind. Die leuchten halt eben auch vorne. Wir dachten ja halt eben auch, dass es die Triebwerke bei der Saber wären, aber wenn wir uns die riesige Menge an Manövrierthrustern anschauen, das sind 15, 16 in der Zahl, mhm. Tier 1, dann kriegt man schon eine Idee, dass das Ding halt saumäßig manövrierfähig sein soll. Aber hallo, also das wird sicherlich sehr, sehr agiles Schiff. So wird es auch beschrieben als sehr, sehr agiler und vor allem auch sehr ausdauernder Fighter. Worauf man sich als Drake-Pilot nicht unbedingt stützen kann, ist der Luxus. Also das wird auch in jedem zweiten Satz erwähnt, ne? Das ist richtig, ja. Also wenn man halt den Text so liest, könnte man auf die Idee kommen, das Ding wäre für die Rebellenallianz geschmiedet worden. Und es sieht einem X-Wing ja nicht so ganz unähnlich, halt so vom Farbkonzept her. Und irgendwie auch die kantige Form erinnert so ein bisschen daran, sie soll unter widrigsten Umständen halt eben instand gehalten werden können. Und sie ist dafür gedacht, halt so in den Tiefen des Alls halt hart arbeitende Spacer am Leben zu erhalten. Zumindest halt so teasen sie das Ding halt eben in ihrer in ihrem Verkaufstext so an. Mhm, definitiv, ja. Wo wir gerade bei den Stats sind, was sehr, sehr klar ist, ist, dass es auf jeden Fall ein Single-Seater-Schiff ist. Das heißt, jegliche Spekulation hat sich damit erstmal erledigt, dass es sich vielleicht um einen Zweisitzer handeln sollte. Es ist ein Single-Seater. Er ist 20 Meter lang und was wiegt da? 14 Tonnen. Das heißt, du hattest es vorhin mit der Saber verglichen, ne? Oh ja, und die Saber ist nämlich nur 2 Tonnen schwerer, wenn ich das jetzt noch richtig im Gedächtnis, genau, die, nee, warte mal, die wiegt 18 Tonnen und ist 26 Meter, also 6 Meter kürzer und sie ist 4 Tonnen leichter. Ja, also sie ist halt ein bisschen filigraner als die Saber, aber hat halt eben dementsprechend doppelt so viele Thruster. Ich habe mich nämlich von vertan, die 16 sind 18, wenn man nochmal auf die Specs guckt, da sind nämlich nochmal 2. Das bedeutet, sie hat doppelt so viele Tier 1 Manöver Thruster, wie die Saber Tier 2 Manöver Thruster hat. Wird sich eventuell ausgehen, ja, aber vor allen Dingen bedeutet halt mehr Thruster höhere Ausfallsicherheit. Ja, definitiv. Und sie wird, wie gesagt, dadurch sicherlich zu einem der agilsten Schiffe, gerade mit dem leichten Grundgewicht, was sie gerade hat. Aber sie, ja, wie man in Englisch so schön sagt, she packs a punch. Also das heißt, sie bringt ganz schön was mit auf den Kampfspielplatz. Und da kann man schon mal in die Specs gucken und sieht, was da einen auf einen wartet in diesem Schiff. Und zwar, wenn ich es mal zusammenfassen kann, wir haben 2 an den Flügeln montierte Waffen, die sind fixed und size 1. Dann haben wir 2 näher am Rumpf montierte Waffen. Die sind auf einem Size 3 Mount. Da sind aber automatisch 2 Gimbals verbaut. Das heißt, die sind dann Size 2 Gimbalt. Das heißt, wenn man die Gimbals wegnimmt, sind sie dann Size 3 fixed und haben etwa einen Feuerbereich von 40 bis 60 Grad zur Front hin. Ja, und dann gibt es noch was ganz Großes und das hängt unten drunter. Mhm. Das Size 4 Mount Point. Ja, ja, also man sieht es in den Konzeptzeichnungen halt so, dass da halt wirklich ein kapitales Geschütz drunter geschraubt werden kann, was unter dem Rumpf trägt. Da wird man dann halt eben so eine riesengroße Gatling draufschrauben können oder später halt eben eine Interdiction-Waffe, die halt noch kommen wird, die dazu gedacht sein soll, Sprungantriebe oder Antriebe auszuschalten und dementsprechend die Flucht halt von Zielen zu verhindern. Also ordentlich schon was dabei. Es war noch nicht ganz alles. Wir haben noch 2 Racks von Raketen der Size 1 dran. Das sind zumindest die vorläufigen Stats zu den Waffen und man merkt schon, das Ding ist ganz schön waffenstarr, ne? Kann man nicht anders sagen. Also sie hat gerade im Vergleich zum Beispiel zur Saber hat sie eine ordentliche Bewaffnung mit dabei.
Allerdings, also hat zumindest einen riesengroßen Mountpoint mehr. Und sie kommt auch mit Size 3 Schilden, die auch maximal, nee, obwohl, maximal Size 3 kann der Schildgenerator sein. Sie kommt aber hier mit 3 mal Size 1, wenn ich das richtig interpretiere. Genau. Das sind immerhin 3 Generatoren, die da eingebaut sind. Das heißt, da kann auch der ein oder andere ausfallen, der Projektoren vor allem. Gerade wenn die Schilde dann irgendwann wirklich danach gestückelt sind, dass sie so ausfallen, wie die Projektionsflächen laufen, dann dürfte das ein guter Vorteil für einen kleinen Jäger sein, dass sie auf jeden Fall 3 verschiedene Projektoren dazu hat. Ne? Genau, da werden sich unsere Freunde, die Piraten, freuen. Ja, definitiv, ja. Außerdem ist die Frage vom Jump Drive noch da. Ich habe es im Text jetzt nicht explizit lesen können. Es wurde auch nicht sonderlich gesagt. Es wurde allerdings im Text auch angedeutet, dass sie eben mit der Herald sehr gut zusammenarbeiten soll, auch ein Drake-Schiff, ja, und da wäre es schon sinnvoll, wenn das Schiff einen Jump-Drive hat. Also ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass einer verbaut ist. Oder hattest du da eine gegenteilige Information? Nö, und zumindest wenn sie ohne Jump-Drive kommt, also ich meine halt, einen Quantum-Drive haben sie ja sowieso alle per Default. Also zumindest in der Größenklasse, und ein Jump Drive soll ja im Grunde genommen immer nachrüstbar sein. Also das wird wahrscheinlich kein Problem sein. Und da kommen wir vielleicht jetzt noch mal auf ein paar Informationen, die heute eben Around the Verse halt eben rausgekommen sind. Und zwar, was die ganze Schiffslinie von Drake Interplanetary halt eben betrifft. Und zwar ist es eben so, dass die Buccaneer halt eben jetzt halt den Platz im Roster füllen soll, der bisher halt eben noch vakant war. Und zwar, wir haben ja halt eben die Cutlass-Serie, halt so quasi die halt so die Funktion eines Blackhawks oder eines schwer bewaffneten Transporters halt eben erfüllt. Wir haben die Caterpillar, die hochmodular ist und halt quasi als mobile Basis fungieren kann. Und wir haben die Drake Herald, die halt eben zum einen Data Runner sein soll, aber auch als Scout oder Spionageschiff halt, Recon-Schiff benutzt werden kann. Und jetzt kommt die Buccaneer halt eben dazu als Fighter oder als halt Support-Fighter oder halt eben Interdictor. Ja, und sie betonen überall immer wieder, dass gerade die Drake-Schiffe eine Familie bilden sollen. Die Schiffe sollen sich gegenseitig ergänzen. Sie sollen auch nicht nur im Bereich der Piraterie fungieren, was tatsächlich auch wirklich ein klarer Selling Point von Drake ist. Aber sie sollen auch darüber hinaus eben den Leuten die Möglichkeit geben, gerade mit der Buccaneer eine zivile Antwort zu haben auf die Hornet oder auf die Gladius. Deutlich günstiger, dafür nicht so luxuriös ausgestattet und eben die Familie Drake abrunden. Das heißt, in Zusammenarbeit gerade mit der Caterpillar, in Zusammenarbeit mit der Cutlass und selbstverständlich auch mit der Herald zusammen zu funktionieren. Das heißt, sie stellen sich das vor, dass die Herald als Scout losfliegt, schnell Informationen sammelt, zurückkommt, dann gehen die, treffen die eigentlichen Angriffsteams ein mit der Cutlass und der Herald, der Buccaneer, die dann eben anfangen, das Schiff tatsächlich auseinanderzunehmen, was sich die Piraten da vorgenommen haben. Und wenn alles sicher ist, springt die große Caterpillar als Homebase sozusagen nach und sammelt ein, was übrig ist. Das ist eigentlich der Sinn der Sache, und damit kommen wir quasi zur Rolle der Buccaneer. Wie du schon so gesagt hast, Interceptor Fighter als Support für die Drake-Familie. Ganz wichtig, sie hat keinen Cargo-Raum. Ne? Also das ist das einzige Schiff von Drake bisher, was wir wirklich kennen, was überhaupt gar keine Möglichkeit hat, Lasten zu transportieren. Ne? Naja, ist jetzt aber auch nicht weiter überraschend, weil jeder dedizierte Fighter bisher im Statistenuniversum hat halt eigentlich keinen Cargo Space, außer der Hornet, wo man dieses Frachtkompartment reinstecken kann, aber dann verliert man halt eben auch den Ball Turret. Dementsprechend ist das ja eigentlich nur konsequent. Genau. Sie sagen, die Buccaneer wurde auch entwickelt in ihrer Rolle eben schon mit der Schmuggelmechanik im Hintergrund. Die Schmuggelmechanik gibt es ja noch nicht bei Star Citizen. Es gibt ja noch gar keine Cargo-Mechanik an sich. Die wird aber zusammen mit der Cargo-Mechanik entwickelt. Das bedeutet, sobald es ausentwickelt ist, wird das Cargo-System um das Schmuggeln erweitert. Das heißt, da wird man sich dann genau angucken, wie kann Last wohin verstaut werden und wie kann man zum Beispiel diese Last, die man dann auch schmuggelt, unter Umständen schützen lassen von einem kleinen Fighter oder mehreren, die eben drumherum kreisen. Und das soll eben eine sehr, sehr wichtige Funktion im Star Citizen-Universum übernommen werden von der Buccaneer, unter anderem auch von NPCs. Also das ist auch ein Punkt, wo sie gesagt haben, Piraten und Outlaws als NPCs in NPC-Missionen werden zum Beispiel großteilig auch mit Buccaneers ausgestattet werden, was da schon ein bisschen Eindruck macht, wenn die mit so viel Bewaffnung auf einen losgehen, ne?
Naja, sind sie wenigstens deutlich erkennbar, wenn man sie im Burst dann trifft. Weil momentan cruisen die ja halt so noch in allem rum, halt, was da halt so verfügbar ist. Ob es ein 300i ist oder ein Avenger oder eben auch Hornets. Dann werden das halt eben wahrscheinlich eher halt so die Raiding-Schiffe sein, mit denen sich dann Reason halt eben mit seinem Fighter Command rumschlagen darf. Definitiv, ja. Also Manövrierfähigkeit schon gesagt, soll sehr agil sein. Sie soll nicht so schnell sein wie die Herald auf geraden Strecken. Die soll einfach ungeschlagen sein in dieser Geschwindigkeit als Drag Racer, wie sie ihn so schön nennen. Aber dafür trotzdem eine gute Geschwindigkeit bringen und sehr, sehr manövrierfähig sein, sprechen schon die Thruster dazu. Dazu haben sie auch extra gesagt, die Thruster selbst am Schiff sind noch nicht angebracht und festgelegt. Das kommt erst im Whiteboxing, das ist jetzt noch nicht da. Das bedeutet, es kann sich an diesen Thrustern noch was ändern, es können noch mehr oder weniger werden, je nachdem, wie viel das Schiff dann wirklich benötigt. Das zeigt dann wirklich erst die In-Game-Physik, um das wirklich zu haben. Sie haben außerdem gesagt, zur Manövrierfähigkeit jetzt ein Wiesenthema, Pitch und Roll soll, also das Rollen und Pitchen sollen die stärksten Achsen werden und gerade deshalb eben ist das Schiff sehr, sehr gut in die Verteidigerrolle auch bringen können. Das heißt, auch als ziviler Nicht-Pirat soll man eben mit einer Drake Buccaneer eben einen sehr, sehr guten Schnitt machen, wenn man sie als Eskorte mit einsetzt. Ja, ansonsten zum Design kann ich sagen, ja, funktional, gebraucht, rough, irgendwie alles, was so Drake mit sich bringt, ne? Ja, robust und relativ unverwüstlich. Man wird sehen, wie widerstandsfähig die Dinger sind. Aber das mag ich eigentlich halt an den ganzen Drake-Konzepten, dass die halt eben relativ brachial aussehen. Und ja, dementsprechend sind sie sich hier auch treu geblieben. Absolut, ja. Sie haben noch ein Quiz übrigens auf der Seite. Das ist eine ganz witzige Sache, denn mit jedem Verkauf von, also jedem Kauf einer Buccaneer, die, wenn ihr sie euch holt, im Sinne des Concept Sales, bekommt ihr ein Überraschungspaket aus dem Voyager Direct Store mit. Dieses ist wird etwa den Wert von 10.000 UEC haben, also ist schon eine gewisse Hausnummer. Ja. Was da drin erhalten ist, ist allerdings noch gar nicht klar. Das wissen selbst die Designer noch nicht, denn dazu könnt ihr jetzt bis zum Ende des Concept Sales zweimal, also alle zwei Tage in diesem Quiz abstimmen, was ihr gut fändet, was euch gefallen würde, um eben die Buccaneer und die anderen Drake-Schiffe auch, also alle Schiffe im Endeffekt auszustatten. Und dann wird am Ende Drake, der Hersteller, entscheiden, was ihr als Überraschungspaket bekommt. Finde ich eigentlich eine lustige Idee. Krasser Deal. Es sieht ja fast so aus, als würden sie dieses Ding jetzt halt so mit Gewalt unter die Leute bringen wollen. Mhm. Wenn man jetzt nämlich noch dazu nimmt, dass ja jeder Cutlass-Besitzer einen Gutschein, glaube ich, über $10 erhalten soll als Ermäßigung bei einem Kauf von einer Buccaneer. Wenn ich das heute auf Star Citizen Base richtig gelesen habe. Hast du. So ist es. Das bedeutet, das ist eine gute Information, dass die noch dazu kommen. Wenn ihr also schon eine Cutlass Black habt, sozusagen schon Drake-Fan seid, dann wird euch Drake nochmal Rabatt auf die Buccaneer geben. Das heißt, dann kostet sie nur noch $100 im Sale. Ja, zusammengefasst nochmal, wir haben also die 109. Bitte? Ach nee, stimmt. Wir reden ja hier über Euro. Genau. Ja, genau. So ist es $100, was dann entsprechend mehr Euro sind, inklusive der Mehrwertsteuer, die bei uns ja noch dazukommt. Zusammengefasst, wir reden über die Drake Interplanetary Buccaneer, den ersten echten Jäger aus dem Hause Drake. Jetzt bis zum 6.6.2016 im Sale für 119 Euro, inklusive LTI, also Lifetime Insurance. Denkt daran, wenn das Schiff nochmal in den Sale kommen sollte, oder das wird es sicherlich, wird es teurer werden. Das ist automatisch immer bei den Concept Sales jetzt so. Das heißt, ihr kriegt hier ein Standalone-Schiff ohne Game Package, das heißt, den Spielzugang braucht ihr extra. Könnt dieses Schiff eben holen, um eure Flotte zu erweitern. Dann kommt es allerdings eben mit Lifetime Insurance, das heißt, da werdet ihr euch keine Gedanken mehr machen über die Versicherungen brauchen. Das ist auch eine gute Sache bei so einem Fighter. Und gerade für den Zweck, wofür sie gedacht ist, ne? Absolut. Ich bin gespannt, wie viele Leute zuschlagen werden, weil sie ist halt recht pricey so, aber eigentlich überzeugt das Konzept. Also, dementsprechend, Leute, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut es euch nochmal an und vielleicht halt treffen wir uns dann ja in Bälde, im Verse, Buccaneer versus Saber oder was weiß ich. Da bin ich auch gespannt auf das Match, da freue ich mich schon drauf, das mit uns, mit Weezen auch vor allem auszuprobieren, wenn der sich das erste Mal da reinsetzen darf. Genau. Gut. Also, in diesem Sinne, Sawyer und Dozer hier für euch mit dem Konzept-Sale von der Buccaneer. Liebe Leute, liked und disliked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr up-to-date bleiben wollt, was das Citizen betrifft. Und wenn ihr euch persönlich unterstützen wollt als YouTube-Creator, schaut mal bei Patreon vorbei, würde uns halt eben auch sehr freuen und uns unserem Traum ein kleines Stückchen näher bringen. Dementsprechend bleibt uns gewogen und halt, wir hoffen, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet. Oder lasst uns einfach ein paar Informationen über das Citizen da, quatscht mit uns, wir freuen uns darüber immer sehr. Und dementsprechend sagen Sawyer und Dozer euch jetzt wieder See you on the flight deck!
Sehr schön. Das hat ja fast funktioniert. Definitiv. Ha!